Moderne Osterlieder. Welche modernen Lieder könnten zu Ostern in den Kirchen gespielt werden? Was ist wichtig für ein Lied, das zu Ostern passen muss? Dazu muss man wissen, Ostern besteht aus zwei Seiten. Es beginnt mit Trauer, Dunkelheit und Leid. Bevor wir Ostern, also die Auferstehung Jesu, feiern können, erinnern wir davor erst einmal an die schwierige, traurige Zeit. Im Neuen Testament wird es so erzählt. Jesus wird von seinen Gegnern verhaftet. Nicht einmal seine Freunde können ihm helfen, sondern sie verraten ihn sogar. Judas hilft seinen Gegnern bei der Verhaftung und Petrus, sein treuester Jünger, möchte am liebsten gar nicht erkannt werden. So wird Jesus zum Tod verurteilt und wie ein Verbrecher an ein Kreuz genagelt. Unter Schmerzen und ohne Freunde muss er dort sterben. Wir erinnern uns an diese düstere Geschichte jedes Jahr an Karfreitag. Diese traurige Zeit vor Ostern nennt man Passionszeit. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Leidenszeit. Weil man Leid und Trauer in Musik sehr deutlich ausdrücken kann, gibt es natürlich auch Lieder zu diesem Thema. Ein Beispiel für ein modernes Passions-, also Leidenslied, ist Schuldlos schuldig von Jürgen Werth. Es war noch nie so dunkel, nie so kalt, ein Kreuz auf einem Hügel. Starres Schweigen, Hohn und Spott, die Liebe stirbt an Gleichmut und Gewalt und flüstert leise Worte. Warum bist du fort, mein Gott, schuldlos schuldig und verraten? Hängst du zwischen Gott und Welt, bist in unseren Krieg geraten und machst Frieden, der ewig hält. Du stirbst an satter Überheblichkeit, an tausend Schalen Träumen einer selbstgerechten Welt. Du stirbst an stolzer Gottvergessenheit, an selbsterdachten Zielen, falschen Wegen ungezählt, schuldlos schuldig und verraten. Hängst du zwischen Gott und Welt, bist in unseren Krieg geraten und machst Frieden, der ewig hält. Es war noch nie so dunkel, nie so kalt, doch so bricht Gottes Gnade heiß in unsere kühle Welt. Liebe besiegt gewaltig die Gewalt. Wir feiern die Versöhnung zwischen Gott und seiner Welt. Schuldlos schuldig und verraten, hängst du zwischen Gott und Welt, bist in unseren Krieg geraten und machst Frieden, der ewig hält. Nicht jedes Passionslied hat so einen düsteren Text. Nur in der dritten Strophe erahnt man das zweite große Thema in der Osterzeit, Hoffnung. Da heißt es, Liebe besiegt gewaltig die Gewalt. Das heißt, wir wissen, dass mit dem Tod Jesu nicht alles vorbei ist. 3 Tage später wird er auferstehen, so erzählen die Evangelien. Er besucht noch einmal seine Jünger und wird dann später in den Himmel aufsteigen. Und diese ganze Geschichte soll sagen, auch Gott kann Trauer, Schmerz und Leid erleben. Er leidet mit. Er gibt den Beistand, die ebenso Opfer von Gewalt und Hass sind. Und schließlich ist er stärker als der Tod. Nachdem Jesus gestorben ist, geht die Geschichte erst so richtig los. Jetzt fangen die Jünger und Jüngerinnen an zu erzählen.
Und erst durch diese Erzählung wissen wir von Jesus. Durch die Erzählung entstehen die christliche Kirche und die Botschaft, dass Gott ein mitfühlender, mitleidender Gott ist, der den Tod besiegt hat. Ostern ist also auch Hoffnung. Und so ist das zweite Lied auch schon eher ein Hoffnungslied. Da gab es erst vor vielen hundert Jahren eine Melodie in Frankreich für ein Weihnachtslied. Und John Campbell hat dann später einen neuen Text dazu geschrieben. Darin beschreibt er, dass durch die Ostergeschichte Liebe in die Welt kommt. So wie Jesus in die Erde, also ins Grab hinabsteigt, wird auch ein Korn in die Erde gelegt. Und so wie Jesus dann aufersteht und Hoffnung bringt, wächst aus dem Korn grüner Weizen, der Brot und Leben bringt. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehen? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Für Ostern ist also wichtig, dass es zuerst Trauer und Dunkelheit gibt und dann Freude und Licht erscheint. Darum wird an manchen Orten zu Ostern erst nachts ein Gottesdienst gemacht. Der ganze Kirchenraum ist dann dunkel. Während dieser sogenannten Osternacht wird dann eine große Osterkerze entzündet. Das Licht geht an und manchmal werden auch unter den Besuchern dann Kerzen verteilt, sodass der ganze Raum warm und hell wird. Der Wandel von Passionszeit, also Leidenszeit, hin zur Osterzeit, also der Feier der Auferstehung, den haben wir jetzt kennengelernt. Zuletzt gibt es also ein Lied, das zur Osterzeit passt. Auch das stammt nicht aus Deutschland, sondern wurde in Tansania, in Afrika, geschrieben. Der ursprüngliche Text ist darum auf Swahili. Mfurahini Halleluja. Wir hören das Lied, aber auf Deutsch. Er ist erstanden, Halleluja. Frohe Ostern. Erstanden, Halleluja, freut euch und singet Halleluja, denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen erführt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Er war begraben drei Tage lang, ihm sei auf ewig Lobpreis und Dank. Denn die Gewalt des Todes ist zerstört, selig ist wer zu Jesus gehört.
lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. Seht, das Grab ist leer, wo er lag, er ist erstanden, wie er gesagt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu sich alles, was lebt. Was Gott geboten ist nun vollbracht, Christ hat das Leben wiedergebracht. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja.